Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Euro Truck Simulator 2. Wie im alten, letzten, dritten Teil gesagt, nee, im vierten Teil war schon gesagt, wir sind unterwegs nach Stuttgart, haben gerade 100 Euro Strafe kassiert, weil wir den Blinker nicht anhatten, das Licht nicht anhatten. Das haben wir jetzt. Auch den Tempomat haben wir an. Muss ich nur schauen, den Scheibenwischer. Das P. Alter Schwede, was fahren wir da zusammen? So, P. Wir sind unterwegs nach Stuttgart. Tempomat war zäh. Ah, man sollte nicht von der Straße runterschauen. So, also Tempomat haben wir drinnen. Wir fahren 76. Wir fahren 76. Sind noch in etwa. Ja, wie lange sind wir noch unterwegs? Noch eine Stunde 44. Schon ein cooles Game. Oh, es blitzt. Darf ich da jetzt vorbeifahren an den Kumpels? An den anderen Kapitänen in der Landstraße? Bleibe jetzt lieber mal an denen dran. Will mich hier jetzt nicht unbedingt vorbeiquetschen. Noch müssen wir 78 Kilometer fahren, das heißt eine Stunde und 12 Minuten. Oh, Police. Es hat aufgehört zu regnen. Scheibenwischer ausmachen. Ja, wir sind schon Helden, wie wir hier fahren.
Mit Lenkrad wäre das nicht passiert. C ist doch der Tempomat. Stuttgart. Engstelle perfekt gemeistert. Der Tempomat geht anscheinend nur bei 68, okay. Ah, jetzt müssen wir dann rausfahren. Stuttgart. On the road again. Wieder die halbe Landschaft hinter mir mitgenommen. Entschuldigung. Erster Aufenthalt in Stuttgart. Einen Kilometer und 4 Minuten, dann sind wir da. Schön abgebremst. Keine Ahnung, wo unsere Spritanzeige. Ach, da ist unsere Spritanzeige. Naja, die ist eigentlich noch halb voll. Es war wohl vorbeigefahren. An der Spedition, super. Blöd. Sollte halt nicht auf zu sehr aufs Navi starren. Na ja, gut, fahren wir da einen Bogen. Uff. Das haben wir schon drauf. War doch noch gar nicht rot. Blöde Ampel. Alter Schwede. Da ist also unsere Spedition.
Hier fliegt irgendwas. Ich bin gerade in Eile, das überspringen wir, wie immer. So, damit endet jetzt auch der nächste Teil. Wir sind 208 Kilometer gefahren und erhalten dafür 3.303 Euro. Und damit möchte ich jetzt auch mich von diesem Teil verabschieden. Ich hoffe, ihr bleibt eurer Linie treu und bleibt auch mir treu. Passt auf euch auf und kommt bald wieder. Bis bald. Ciao.